Tag, 19 von 7. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterdecker. Ich glaube, wir müssen, doch, wir müssen noch einmal die Woche. Weil in allen Medien das Thema Wurst. Conchita-Wurst. So weit haben wir es gebracht in Europa, Roger Köppel. Um was geht's? Ein Österreicher mit einer lustigen Gesichtsbehaarung siegt über Europa und Russland. Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, dass das letzte Mal 1942 der Fall war. Sie möchten noch vertiefen als auch Russland-Experte, Herr Köppel. Für Russland ist der Sieg das Wurst kein Szenario. Renzo Blumenthal. Ich kapier's nicht. Ein Mann mit Bart und langen Haaren, der pompös singt. Ich habe gemeint, dass diese für sie verliesige Tote. Ratata. Ja, alle zusammen, da ist der Bosch. Wie gesagt, die Conchita-Wurst ist doch nur wieder so ein Servelapromi, ein Klöpf. Für einen Arbeiter vor allem nur ein Filet im Darm. Also wenn es muss sein, lege ich auch eine Perücke an und lasse mir einen Bart wachsen, oder? Wenn die Leute dann meine Musik hören. Roger Fedro, viel Sympathie in Ihrem Blick. Verständnis für einen Baschi? Ja, ist klar, oder? Zum wieder Erfolg haben, lege ich auch Frauenkleider an und spiele bei der Frauentour mit, oder? Perücken oder keine, Dupe oder nicht, ein Mann mit einer klaren Meinung ist ja immer. Das ist doch möglich. Ja, absolut. Mir ist das so lang wie Wurst, wo der Bart in der Wurst hält oder der Trans-Euro-Express gewonnen hat. Schließlich sind wir noch nicht in der EU. Viel wichtiger ist der Rücktritt von der Regina Äppli. Ja, Sie weichen vom Thema ab, Herr Mörgeli. Ja, nein, überhaupt nicht. Wissen Sie, die Äppli ist doch auch so ein Mannsweib mit Haar auf den Zähnen, gell Sie? Ein Bart. Ein Bart. Der Modetrend hat unsere Stilexperte ja schon lange vorausgesagt. Wir sind aber gepflegt sein, Ihr Run von Reuen. Ihre Meinung zu der Conchita Wurst? Frauen mit Bart, der alte Freakshow-Klassiker, ist zurück auf der Bühne. Wir haben gehört, dass es am Frauenfelder Opener das Jahr eine Neuauflage von der umstrittenen Negerschau geben soll. Oder wie wir es heute nennen, Hip-Hop-Opener. Zum Glück ist Freitag.